Ja, herzlich willkommen. Heute geht es um den Harnstoff und um den Harnstoffzyklus. Harnstoff ist so ein weißes Pulver, wenn man es in gereinigter Form vorliegen hat, hat was mit Stickstoff zu tun. Es ist ein relativ kleines Molekül und in diesem Molekül sind zwei Stickstoffatome. Es wird sich also heute um den Stickstoff drehen. Harnstoff ist ein organisches Molekül. Man hat ja früher strikt zwischen Anorganik und Organik unterschieden. Und Herr Wöhler hat bewiesen, dass man aus anorganischen Substanzen im Labor organische Substanzen synthetisieren kann. Und das hat er bewiesen mit dem Harnstoffmolekül. Früher hat man gedacht, dass für organische Substanzen so eine Art Lebenskraft, vis vitalis, notwendig ist und dass man das nicht im Labor synthetisieren kann. Also Herr Wöhler hat diese Idee mit der Synthese von Harnstoff widerlegt. Da wir jetzt gerade bei der Synthese organischer Verbindungen sind, möchte ich einen kleinen Schlenker machen mit einem ebenfalls sehr, sehr berühmten Experiment, dem Miller-Urey-Experiment. Er hat sich auch die Frage gestellt, Herr Miller, wie sind denn komplexe biologische Moleküle bei der Entstehung des Lebens überhaupt entstanden? Dann hat er die Bedingungen der frühen Erde simuliert, also eine Erdatmosphäre in so einem artifiziellen Gerät. Hier wurden auch durch das Kochen von Wasser Wolken simuliert, durch Wasserdampf, Blitze. Hier waren also die Möglichkeit von elektrischen Entladungen gegeben. Dann wurde das wieder zu Wasser kondensiert und er hat das eine ganze Woche lang mit kleinen, niedermolekularen, anorganischen Bausteinen laufen lassen. Und nach ein paar Wochen hat sich tatsächlich herausgestellt, hier sind von selbst organische Moleküle entstanden. Also diese Moleküle, die uns in der Biochemie ausmachen, diese organischen Moleküle, deren Struktur liegt intrinsisch in der Materie. Da braucht man gar keine göttliche Hand, das so zusammenzufügen, dass sowas wie Aminosäuren oder sowas wie Zuckermoleküle entstehen, sondern das steckt intrinsisch in der Materie dran. Man kann das mit so einem relativ einfachen Experiment simulieren. Also das ist ein sehr, sehr berühmtes Experiment, dieses Miller-Urey-Experiment. Und gehen wir mal wieder zurück auf unseren Harnstoff, also das Harnstoffmolekül als ein damals organisches Molekül, heute unterscheidet man gar nicht mehr so strikt, hat die Eigenschaft, zwei Stickstoffatome hatte ich schon erwähnt, und es bindet Wasser. Harnstoff kann sehr gut Wassermoleküle binden und hier sieht man diese Wasserstoffbrückenbindungen, die das Harnstoffmolekül mit Wassermolekülen eingehen kann. Und deswegen ist es auch oft Hautcremes beigemischt, weil durch das Binden von Wassermolekülen die Haut befeuchtet wird. Also ein wunderbares Mittel gegen trockene Haut und es ist in vielen Hautcremes vorhanden. Das Harnstoffmolekül, weil es Wassermoleküle bindet. Harnstoff kann auch an Proteine binden, also auch hier. Das sind mal so Seitenreste von Proteinen. Hier in der Mitte sieht man so ein Harnstoffmolekül. Und da hat es die Eigenschaft, an diese Seitenketten über Wasserstoffbrückenbindungen zu binden und dabei Wassermoleküle zu vertreiben. Und dieses Vertreiben von Wassermolekülen hat zur Folge, dass man bei hohen Harnstoffkonzentrationen Proteine entfalten kann. Also viel Harnstoff bindet viel Wasser und wenn ich den Proteinen, den gut gefalteten Proteinen, viel Wasser entziehe, dann entfalten sie sich. Das nennen wir Denaturierung. Das macht man sich in der Biochemie auch zunutze. Also wenn man Proteine reinigt, ist es häufig notwendig, dass man ein Protein denaturiert. Und
Da benutzen wir häufig hohe Konzentrationen an Harnstoff, um ein Protein bewusst zu entfalten. Also das findet in der Biochemie Verwendung, es findet auch noch in der Medizin Verwendung. Also es gibt so Präparate, in denen auch hohe Konzentrationen von Harnstoff enthalten sind. Damit kann man Warzen behandeln oder auch Nagelpilz. Und das Prinzip ist auch wieder das gleiche. Das ist diese in hohen Konzentrationen, diese starke Bindung an Proteine und das Anziehen von Wassermolekülen. Also man kann hier tatsächlich so Nagelpilz aufweichen, die Proteine denaturieren, und wenn das aufgeweicht ist, kann man das dann mechanisch entfernen, und mit Nagelpilz klappt das auch. Zusätzlich gibt man natürlich dann noch Antimykotika, also man muss das natürlich nicht, eine rein mechanische Entfernung würde da nicht reichen, weil hier leben Pilzkulturen, hier leben Viren, muss man natürlich auch abtöten. Aber als Hilfsmittel, um diesen Prozess zu erleichtern, wird auch in der Medizin Harnstoff eingesetzt. Harnstoff ist auch in Gülle enthalten, da geht es auch wieder um den Stickstoff, also zum Düngen verwendet man Stickstoff. Und das Harnstoffmolekül enthält zwei Stickstoffatome. Heute möchte ich mich mit dem Harnstoffzyklus beschäftigen, und der Harnstoffzyklus, den kann man im Grunde genommen dem Katabolismus zuordnen, obwohl da das Harnstoffmolekül synthetisiert wird. Aber das macht der Organismus, um Stickstoff auszuscheiden. Hier sind wir bei unserer Stoffwechselkarte. Wir befinden uns hauptsächlich, muss man dazu sagen, im Proteinstoffwechsel. Im Proteinstoffwechsel, im Proteinkatabolismus zerlegen wir die Proteine in Aminosäuren. Und diese Aminosäuren, hier haben wir wieder unseren Stickstoff, diese Aminosäuren enthalten also mindestens eine Aminogruppe, deswegen heißen sie ja auch so, also Stickstoff. Und dieser Stickstoff wird im Harnstoffzyklus durch die Produktion von Harnstoff entsorgt. Also da befinden wir uns im Stoffwechsel. Protein- und Aminosäurestoffwechsel kann ich an dieser Stelle noch mal ganz kurz wiederholen, indem ich auf die Proteinverdauung eingehe. Also wenn wir Proteine aufnehmen, dann werden die zunächst erstmal in Aminosäuren zerlegt. Die Aminosäuren werden dann im Darm resorbiert. Also für das Zerlegen in Aminosäuren sind die Proteasen zuständig. Die erste kommt schon im Magen vor, das Pepsin, was aus dem Pepsinogen entsteht. Weitere Proteasen kommen dann aus der Bauchspeicheldrüse. Die hat im Grunde genommen in der exokrinen Funktion Verdauungsenzyme. Nicht nur Proteasen, sondern auch zuckerverdauende Enzyme, die mit Wassermolekülen Makromoleküle in kleine Substanzen zerlegen. Und bei den Proteinen sind es eben die Aminosäuren. Die Aminosäuren, die werden dann im Dünndarm aufgenommen. Und je nachdem, können wir daraus neue Proteine bauen oder wir können daraus die Kohlenstoffgerüste in den Citratzyklus stecken und daraus Energie gewinnen, beziehungsweise die Aminogruppen im Harnstoffzyklus zum Harnstoff verarbeiten und dann die Stickstoffatome auszuscheiden. Der Harnstoffzyklus ist mit dem Citratzyklus gekoppelt. Also wenn wir uns den Aminosäurekatabolismus anschauen, dann haben wir die Kohlenstoffgerüste der Aminosäuren. Die Kohlenstoffgerüste, die stecken wir in den Citratzyklus. Dafür müssen wir aus den Aminosäuren Alpha-Ketosäuren herstellen. Das wird auch Thema heute sein, wie das funktioniert. Die Aminogruppen stecken wir in den Harnstoffzyklus und scheiden sie über Harnstoff aus. Und der Citratzyklus und der Harnstoffzyklus sind miteinander verzahnt. Die laufen sozusagen synchron. Also der Citratzyklus hängt eng mit dem Harnstoffzyklus zusammen. Wenn wir über Aminosäure und Aminosäurekatabolismus reden,
noch mal kurz zwei Dinge zu den Aminosäuren. Wir unterscheiden ja zwischen den glukogenen und den ketogenen Aminosäuren. Hier die glukogenen Aminosäuren, rot dargestellt, sind die, aus denen ich, wie der Name schon sagt, Glucose machen kann. Also die sorgen im Zitratzyklus dafür, dass hier Trägermoleküle reingehen. Und wenn ich in Form einer glukogenen Aminosäure in den Zitratzyklus Trägermoleküle reinstecke, dann darf ich auch welche rausholen und daraus Glucose machen. Das ist also die Gluconeogenese in der Leber, wenn wir hungern. Dann stellt die Leber aus Aminosäuren, und zwar aus den glukogenen Aminosäuren, Glucose her. Mit den ketogenen Aminosäuren wird es schwieriger. Die ketogenen Aminosäuren sind diejenigen, die über Acetyl-CoA in den Zitratzyklus eintreten. Und Acetyl-CoA hat zwei Kohlenstoffatome, die entscheidend sind, wenn wir das CoA also weglassen, sondern nur diesen Essigsäurerest betrachten. Und diese zwei Kohlenstoffatome, die verschwinden in Form von zwei CO2-Molekülen im Zitratzyklus. Insofern ist das wohl ein Substrat des Zitratzyklus, aber es ist dann irgendwann auch weg. Es ist kein Trägermolekül. Deswegen kann man aus den ketogenen Aminosäuren keine Glucose machen. Also das ist so eine Unterteilung von Aminosäuren, ketogene und glukogene Aminosäuren. Da wir schon dabei sind, eine weitere Unterteilung in nicht-essentielle und essentielle Aminosäuren, also diese Aminosäuren, ungefähr die Hälfte, müssen wir mit der Nahrung aufnehmen, also in Form von Proteinen, und wir können sie mit unseren Stoffwechselwegen nicht selbst herstellen. Die nicht-essentiellen Aminosäuren können wir selbst synthetisieren. Aus Aminosäuren können Alpha-Ketosäuren gemacht werden. Nochmal kurz zur Wiederholung, was ist eine Aminosäure? Eine Aminosäure ist ein zentrales Kohlenstoffatom, das sogenannte C-Alpha, mit einer Carboxylgruppe, einer Aminogruppe, einem Wasserstoffatom und einem beliebigen Rest. Eine Alpha-Ketosäure, wie der Name schon sagt, hat auch ein Alpha-Kohlenstoffatom, aber an dem Alpha-Kohlenstoffatom einen doppelt gebundenen Sauerstoff. Das nennt man Keton. Und hier oben auch eine Carboxylgruppe und hier unten einen x-beliebigen Rest. Also hier an einer Alpha-Ketosäure ist kein Stickstoff mehr. Eine Aminosäure hat hier einen Stickstoff, diese Aminogruppe. Eine Alpha-Ketosäure hat diesen Stickstoff nicht. Man kann jeder Aminosäure eine Alpha-Ketosäure zuordnen. Also wenn die hier unten den gleichen Rest hat, dann gehört zu dieser Aminosäure mit R1 die Alpha-Ketosäure mit R1. Kann man mit allen 20 Aminosäuren machen. Drei Aminosäuren sind in diesem Zusammenhang besonders wichtig. Insofern sind auch drei Pärchen besonders wichtig. Das ist einmal die Aminosäure Aspartat und die zum Aspartat korrespondierende Alpha-Ketosäure Oxalacetat. Oxalacetat ist das Trägermolekül des Zitratzyklus. Aspartat ist die zum Oxalacetat korrespondierende Aminosäure. Das Aspartat gehört zu den zwei negativ geladenen Aminosäuren, die hier unten eine Carboxylgruppe hat. Eine weitere negativ geladene Aminosäure, die zweite, ist die Aminosäure Glutamat. Die ist nur ein Stückchen länger als das Aspartat, also eine CH2-Einheit länger, hat hier unten auch eine Carboxylgruppe. Und die dazu korrespondierende Alpha-Ketosäure heißt Alpha-Keto, wegen der Alpha-Ketosäure, Alpha-Keto Glutarat. Hier sieht man auch wieder, das sind nur noch Kohlenstoffgerüste. Ja? Hier sind keine Stickstoffe mehr enthalten. In der Aminosäure sind diese Stickstoffe noch da. Das dritte wichtige Pärchen ist die Aminosäure Alanin und die dazu korrespondierende Alpha-Ketosäure Pyruvat. Pyruvat ist das Endprodukt der Glykolyse.
Also diese drei Pärchen, Aspartat und Oxalacetat, Glutamat und Alpha-Ketoglutarat und Alanin und Pyruvat, die spielen eine wichtigere Rolle als die anderen 17 Pärchen, die wir noch alle haben. Die werden uns gleich noch ein paar Mal über den Weg laufen. Es gibt Enzyme, die aus den Aminosäuren Alpha-Ketosäuren machen können. Die heißen Transaminasen. Die Transaminasen, die sind Pyridoxalphosphat abhängig. Das ist ein Produkt, was aus dem Vitamin B6 entsteht. Und sie katalysieren folgende Reaktion. Sie nehmen Alpha-Ketoglutarat, eins der Pärchen, die ich gerade vorgestellt habe, und eine x-beliebige Aminosäure und übertragen diese Aminogruppe auf das Alpha-Ketoglutarat. Dabei entsteht die Aminosäure Glutamat, das ist also ein Alpha-Ketoglutarat mit der Aminogruppe. Das ist also hier diese beiden Pärchen, ne? Glutamat und Alpha-Ketoglutarat. Hier sehen wir das. Alpha-Ketoglutarat und Glutamat. Und die Aminosäure, die hat jetzt keine Aminogruppe mehr, die klebt ja hier und wird bei dieser Reaktion selbst zur Alpha-Ketosäure. Das hat folgenden Grund. Wir können aus allen Aminosäuren die Aminogruppen entfernen und auf Alpha-Ketoglutarat übertragen. Dabei entsteht Glutamat. Da sind also die ganzen Aminogruppen von den Aminosäuren auf das Alpha-Ketoglutarat gelandet und insofern kann man Glutamat als so eine Art Sammelbecken für Aminogruppen ansehen. Und dieses Glutamat, das kann ich wiederum jetzt in den Harnstoffzyklus stecken. Also der Gang der Aminogruppen geht über die Transaminasen und es entsteht Glutamat. Die Aminosäuren verlieren dadurch ihre Stickstoffatome, ihre Aminogruppen und die Kohlenstoffgerüste, die kann ich dann in den Citratzyklus stecken und zusammen mit der Atmungskette daraus ATP erzeugen. Also das ist der Zusammenhang, welchen Weg die Aminosäuren im Organismus laufen. Sie werden, wir reden jetzt von der Leber, der Harnstoffzyklus passiert in der Leber, über die Transaminasen ihre Aminogruppen auf Alpha-Ketoglutarat übertragen. Es entsteht als Sammelbecken für Aminogruppen das Glutamat und das stecken wir in den Harnstoffzyklus rein und entsorgen die Aminogruppen. Das Glutamat, was gerade eben durch die Transaminasen entstanden ist, können wir in der Leber desaminieren. Das heißt, diese Stickstoffgruppe, diese Aminogruppe abspalten. Dabei entsteht Ammoniak bzw. das positiv geladene Ammoniumion. Das soll eigentlich nur in der Leber passieren. Genau genommen im Mitochondrium der Leber, weil dieses Ammonium, das Ammoniak, ist giftig. Das ist giftig, das müssen wir sofort weiterverwerten. Und wo verwerten wir es weiter? Richtig, im Harnstoffzyklus. Also wir sammeln die Aminogruppen über die Transaminasen auf dem Glutamat. Das Glutamat kann dann desaminiert werden und diese dabei frei werdende Aminogruppe, also Ammoniak bzw. das Ammoniumion, das stecken wir dann in den Harnstoffzyklus. Das ist nochmal in dieser Abbildung zusammengefasst. Eine Aminosäure gibt die Aminosäuregruppe auf Alpha-Ketoglutarat ab. Das Kohlenstoffgerüst stecken wir in den Citratzyklus. Dabei wird aus dem Alpha-Ketoglutarat Glutamat. Das Glutamat können wir dann desaminieren und die Ammoniakgruppe zu Harnstoff synthetisieren im Harnstoffzyklus. Und das wird dann
entsorgt. Also hier haben wir wieder das Wichtige, es geht um Stickstoff und es geht um die Entsorgung von Stickstoff. Schauen wir uns mal an einem Beispiel diesen Prozess an, wenn wir Aminosäuren aus der Muskulatur entsorgen wollen. Da haben wir folgenden Zusammenhang. Die Muskulatur besteht aus Proteinen und im Katabolismus müssen wir halt irgendwie sehen, dass wir halt Energie erzeugen. Und dann wird Muskelprotein zu Aminosäuren abgebaut. Diese Aminosäuren, die haben Aminogruppen und übertragen diese Aminogruppen durch die Transaminasen auf die Aminosäure Glutamat. Der erste Prozess. In der Muskulatur gibt es Glykolyse und das Endprodukt der Glykolyse ist Pyruvat. Das erinnern wir uns an das Pärchen Pyruvat-Alanin. Pyruvat ist die korrespondierende Alpha-Ketosäure zur Aminosäure Alanin. In der Muskulatur gibt es eine weitere Transaminase, die die gesammelten Aminogruppen des Glutamats auf Pyruvat übertragen. Dabei entsteht Alanin und Alpha-Ketoglutarat, das können wir in den Citratzyklus stecken. Das Alanin geht durch die Blutbahn in die Leber. In der Leber gibt es wieder eine Transaminase, die die umgekehrte Reaktion wie hier katalysiert. Da wird also die Aminogruppe wieder auf Alpha-Ketoglutarat übertragen. Es entsteht das Sammelbecken Glutamat. Glutamat stecken wir in den Harnstoffzyklus, machen daraus Harnstoff. Und aus dem Alanin wird die Alpha-Ketosäure Pyruvat. Die Alpha-Ketosäure Pyruvat können wir wiederum für die Gluconeogenese verwenden, machen daraus Glucose. Und die Glucose schicken wir zurück in die Muskulatur, wo die Muskulatur Glykolyse macht. Also es entsteht ein Kreislauf. Bei diesem Kreislauf wandern Aminogruppen auf dem Harnstoffmolekül und die Leber versorgt die Muskulatur und natürlich auch andere Organe, das ist ja Blutglucose, mit Blutzucker. Dieser Zyklus hat einen Namen, der nennt sich Glucose-Alanin-Zyklus. Also das ist der Zusammenhang, wenn wir Aminogruppen bzw. Stickstoff aus der Muskulatur in die Leber transportieren wollen. Diese Transaminasen haben noch eine Eigenschaft, die ich noch nicht erwähnt habe. Das sieht man daran, dass hier die Vorwärtsreaktion abläuft und hier die gleiche Reaktion rückwärts. Das geht nur mit Gleichgewichtsenzymen. Also wenn eine Reaktion sowohl vorwärts als auch rückwärts abläuft, hat sie ein Delta G-0 in der Nähe von 0 und kann kein Schrittmacherenzym sein. Also die Reaktionsrichtung der Reaktion, die von Transaminasen katalysiert wird, hängt von der Konzentration der Substrate und Produkte ab. Jetzt schauen wir uns die Situation an, wenn wir aus anderen Geweben, also nicht Muskulatur, Stickstoffe zur Leber transportieren wollen. Da funktioniert es ein bisschen anders. Wir haben wieder die Aminosäure Glutamat als Sammelbecken der Stickstoffgruppen. Also das ist in der Peripherie genauso. Jetzt wird aber aus dem Glutamat die Aminosäure Glutamin synthetisiert. Glutamat hat eine Aminogruppe. Glutamin hat hier eine weitere Aminogruppe. Also mit der Aminosäure Glutamin können wir zwei Stickstoffe zur Leber transportieren. Hier haben wir auch ein Ammoniak, was aus dem Nukleotidabbau kommen könnte. Und die Aminosäure Glutamin schwimmt dann zur Leber. Und in der Leber wird aus dem Glutamin wieder Glutamat. Da wird diese Aminogruppe wieder abgemacht. Und aus dem Glutamat Alpha-Ketoglutarat, das steht jetzt hier nicht, da wird also diese Aminogruppe wieder abgemacht. Und wir machen daraus Harnstoff im Harnstoffzyklus. Diese Zusammenhänge sind hier nochmal in einer Abbildung zusammengefasst. Also wir haben Alanin aus der Muskulatur,
geht in, das ist die Leber. Ne? Alanin aus der Muskulatur wird über eine Transaminase zu Pyruvat. Glutamin aus der Muskulatur wird desaminiert und dabei zum Glutamat. Glutamat wird transaminiert und dabei zum Alpha-Ketoglutarat. Und die Leber kann auch noch andere Aminosäuren aufnehmen. Und diese Aminosäuren können dann ihre Aminogruppen auch in der Leber auf Alpha-Ketoglutarat übertragen. Und es entsteht das Sammelbecken Glutamat, was wiederum auch desaminiert wird, sodass wir hier wieder unseren Ammoniak haben, den wir in den Harnstoffzyklus stecken. So, und das ist die einfachste Darstellung des Harnstoffzyklus. Das sind 5 Reaktionen insgesamt, 4 in dem Zyklus und eine Vorbereitungsreaktion, aber in der Summe machen die eigentlich nichts anderes als das, was hier dargestellt ist. Wir haben ein Ammoniumion, oder hier ist es Ammoniak, das liegt bei physiologischem pH als NH4+ vor. Wir haben, darum geht's, wir haben Bicarbonat, wir haben die Aminosäure Aspartat. Aspartat ist die korrespondierende Aminosäure zur Alpha-Ketosäure Oxalacetat. Und Oxalacetat ist das Trägermolekül des Citratzyklus. Also dieses Aspartat war mal ein Oxalacetat, was wir uns aus dem Citratzyklus ausleihen. Da ist ja dieser Verzahnungspunkt mit dem Citratzyklus. Also Aspartat und Ammoniak und Bicarbonat werden zu Harnstoff. Also hier ist die zweite Aminogruppe. Die kommt aus dem Aspartat. Und diese beiden Aminogruppen landen im Harnstoffmolekül. Das ist das, was wir haben wollen. Wir sehen, wir brauchen dafür auch eine Menge ATP. Also wir haben ja da ein bisschen was synthetisiert. Dafür brauchen wir ATP. Und als Ergebnis entsteht das Kohlenstoffgerüst. Hier sind jetzt keine Aminogruppen mehr drin. Fumarat. Und Fumarat ist auch ein Zwischenprodukt des Citratzyklus. An dieser Ecke geben wir dem Citratzyklus das, was wir uns hier oben ausgeliehen haben, wieder zurück. Also wir nehmen uns Aspartat aus dem Citratzyklus, fummeln sozusagen die Aminogruppe ab und geben das Molekül Fumarat an den Citratzyklus wieder zurück. Also ein Trägermolekül geht raus. Das Aspartat ist ein Trägermolekül, das Oxalacetat ist ein Trägermolekül des Citratzyklus und wir stecken ein Trägermolekül wieder rein. Da ist die Bilanz ausgeglichen, das dürfen wir. Wenn wir uns den Zyklus jetzt mal ein bisschen genauer betrachten, sieht die Sache so aus. Das Trägermolekül des Citratzyklus ist die Aminosäure Ornithin. Hier in dieser Vorbereitungsreaktion wird aus einem CO2-Molekül bzw. aus einem Bicarbonat und einem Ammoniumion die Verbindung Carbamoylphosphat, schrecklicher Name. Das ist so eine Art Vorbereitungsreaktion des Citratzyklus. Und das Enzym hier ist auch das Schrittmacherenzym des Citratzyklus. Also an dieser Stelle wird reguliert. Das ist die Carbamoylphosphat-Synthetase. Dieses Ding stecken wir jetzt hier in den Harnstoffzyklus und übertragen es auf die Aminosäure Ornithin. Ornithin ist eine Aminosäure, aber eine nicht proteinogene Aminosäure. Also finden wir nicht in Proteinen. Dabei entsteht die Aminosäure Citrullin. Auf dieses Citrullin wird die Aminosäure Aspartat übertragen. Die haben wir uns aus dem Citratzyklus ausgeliehen. Dann entsteht eine Verbindung mit dem Namen Argininosuccinat. Das ist schon ein ziemlich großes Ding. Dann geben wir dem Citratzyklus das Trägermolekül wieder zurück in Form von Fumarat.
dabei entsteht die jetzt proteinogene Aminosäure Arginin. Und vom Arginin kann man mit dem Wassermolekül Harnstoff abspalten. Also das passiert im Harnstoffzyklus. Wir haben also eine Aminogruppe hier unten, eine Aminogruppe aus dem Aspartat und die landen auf dem Harnstoffmolekül. Da sind sie jetzt. Das ist die Vorbereitungsreaktion, das ist das Schlüsselenzym und das katalysiert diese Reaktion. Ein Bicarbonat und ein Ammoniumion und Energie werden zu Carbamoylphosphat. Carbamoylphosphat. Das ist eine energiereiche Bindung. Ne? Hier in diesem Phosphat steckt, also in dieser Phosphatbindung, da steckt Energie drin. Und eine energiereiche Verbindung kriegt man nur, wenn man Energie reinsteckt. Und das passiert in Form von zwei ATPs. Diese energiereiche Verbindung stecke ich jetzt in den Harnstoffzyklus und übertrage dieses Carbamoylphosphat auf das Trägermolekül des Citratzyklus Ornithin. Also das ist Ornithin. Man sieht, das ist eine Aminosäure, Carboxylgruppe, Aminogruppe, aber keine, die in Proteinen vorkommt. Das ist das Carbamoylphosphat und diese energiereiche Verbindung, die wir eben mit zwei ATPs gebastelt haben, geht jetzt kaputt und wird verwendet, um diesen Rest auf das Ornithin zu übertragen. Und dann haben wir Citrullin. Citrullin ist auch immer noch eine Aminosäure. Auch keine proteinogene Aminosäure, finden wir also nicht in Proteinen. Und an dieses Citrullin knüpfen wir jetzt noch die Aminosäure Aspartat. Das war vorher mal ein Oxalacetat, haben wir uns aus dem Citratzyklus geborgt. Hier verbrutzeln wir auch wieder Energie, zwei ATP-Äquivalente. Man sieht, das ATP wird zu AMP, Pyrophosphat, das können wir auch noch spalten, können wir auch noch mal Energie rauslutschen. Und dann hängt dieser Aspartatrest an dem Citrullin und diese jetzt schon recht große Verbindung heißt dann Argininosuccinat. In der nächsten Reaktion geben wir dem Citratzyklus das Trägermolekül wieder zurück. Da wird also hier Fumarat abgespalten. Das ist Fumarat. Fumarat hat keinen Stickstoff mehr. Die Stickstoffe sitzen jetzt alle da. Und das geben wir dem Citratzyklus wieder zurück, weil wir so nett sind. Diese Aminosäure Arginin, das ist eine proteinogene Aminosäure, hat ja hier schon jetzt sowas wie ein Harnstoffmolekül. Ne? Das müssen wir jetzt nur noch mit einem Wassermolekül abspalten. Zack. Und dabei entsteht das Trägermolekül Ornithin. Der Harnstoffzyklus kann dann mit dem Trägermolekül wieder von vorne laufen und eben diesen Harnstoff. Der kommt dann ins Blut über die Nieren und wird dann über den Urin ausgeschieden. Diese komplexen Zusammenhänge sind jetzt nochmal komplett in einer Grafik zusammengefasst. Die sieht natürlich mächtig kompliziert aus, zugegebenermaßen, aber da ist nochmal alles aufgeführt. Der Harnstoffzyklus läuft sowohl im Mitochondrium als auch im Zytosol ab. Also hier, das ist diese Ecke, das ist der Harnstoffzyklus, was wir eben besprochen haben. Teile im Mitochondrium, Teile im Zytosol. Das hier ist die Vorbereitungsreaktion, wo wir Carbamoylphosphat synthetisieren. Das ist das Schrittmacherenzym des Citratzyklus, die Carbamoylphosphat-Synthetase. Hier ist dieses Ammoniumion, was wir sowohl aus der Muskulatur in Form von Alanin bzw. aus den Geweben in Form von Glutamin in die Leber und in die Lebermitochondrien gebracht haben. Im Lebermitochondrium werden das Glutamat-Sammelbecken desaminiert. Es entsteht Ammoniak und das stecken wir in den Harnstoffzyklus. Das Aspartat, was hierbei entsteht, geben wir dem Citratzyklus zurück.
Nein, das Aspartat geben wir in Form von Fumarat dem Citratzyklus zurück. Entschuldigung, das ist eine andere Ecke. Hier an dieser Ecke und hier an dieser Ecke sind Transaminasen. Einmal diese hier, die hat leider zwei Namen, Glutamat-Pyruvat-Transaminase, das ist der alte Name, oder GPT. Der neue Name heißt Alanin-Aminotransferase. Also in dem Namen steckt jeweils drin, welche Substrate da umgesetzt werden. Und diese Transaminase ist außerhalb des Mitochondriums. Wir haben eine zweite Transaminase, die GOT oder Glutamat-Oxalacetat-Transaminase oder neuerdings Aspartat-Aminotransferase. Also man muss sich da tatsächlich in dem Zusammenhang zwei Namen oder zwei Abkürzungen einprägen, GPT oder ALT und GOT bzw. AST. Das sind also zwei Namen für das gleiche Ding. Eine ist außerhalb des Mitochondriums und die andere ist innerhalb des Mitochondriums der Leber. Und die sind wichtig, weil man mit diesen Enzymen Leberdiagnostik machen kann. Also wenn wir eine Lebererkrankung vorliegen haben, dann sind diese Transaminasen erhöht. Dann gehen Leberzellen zugrunde, die Transaminasen kommen ins Blut, da gehören sie nicht hin und der Blutwert ist erhöht. Und die Schwere der Lebererkrankung kann man aus dem GPT und dem GOT erlesen. Wenn die Leber schwerer erkrankt ist, sind auch die Mitochondrien betroffen. Wenn sie noch nicht ganz so schwer erkrankt ist, dann kommt nur das GPT aus dem Zytosol ins Blut. Und dieses Verhältnis dieser beiden Transaminasen ist auch ein Maß für die Schwere der Lebererkrankung und hat auch einen Namen. Der Name heißt Derytes-Quotient. Das ist also der Quotient aus GOT und GPT. Hier ist nochmal zusammengefasst, wie der Harnstoffzyklus mit dem Citratzyklus verzahnt ist. Also der Citratzyklus befindet sich ja im Mitochondrium. Der Harnstoffzyklus teilweise im Mitochondrium, teilweise außerhalb des Mitochondriums. Das haben wir besprochen, ne? Hier, das ist das Carbamoylphosphat, hier steckt das Schlüsselenzym des Citratzyklus. Ziel ist Produktion von Harnstoff und verzahnt ist die ganze Geschichte mit dem Citratzyklus über die Aminosäure Aspartat, die wir uns ausleihen, um Argininosuccinat herzustellen und die wir dann wieder dem Citratzyklus in Form von Fumarat zurückgeben. Fumarat wird dann zu Malat und wir können das wieder hier reinstecken. Hier sieht man, dass dieses Aspartat, was wir uns hier ausleihen, ein Trägermolekül des Citratzyklus ist, was wir an dieser Stelle hier wieder in Form von Malat zurückstecken. Also hier ist der Verzahnungspunkt, wo sich Harnstoffzyklus und Citratzyklus miteinander verhaken und dieser Teil hier hat auch einen Namen, der heißt Aspartatzyklus. Das ist ein Kreislauf, wo wir ein Stückchen weit hier durch den Citratzyklus laufen, an dieser Ecke. Das Molekül, was wir uns aus dem Citratzyklus ausleihen, ist ein Oxalacetat. Und das Oxalacetat wandeln wir über Transaminierung in die Aminosäure Aspartat um. Und das leihen wir uns hier aus. Damit haben wir eine Aminogruppe in dem Harnstoffzyklus gesteckt. Auch hier ist die Verbindung, die aus dem Glutamat entsteht, das Alpha-Ketoglutarat. Also da kann man nochmal wiederholen, die zwei Pärchen Alpha-Ketoglutarat und Glutamat als Sammelbecken für Aminogruppen und Oxalacetat und Aspartat, Oxalacetat, Trägermolekül des Citratzyklus, Aspartat, die dazu korrespondierende Aminosäure. Das Pärchen Pyruvat und Alanin sehen wir hier nicht.
Last but not least, Regulation. Der Harnstoffzyklus wird auch reguliert. Ich habe schon gesagt, das Schlüsselenzym, das Schrittmacherenzym ist Carbamoylphosphat-Synthetase. Carbamoylphosphat-Synthetase. Da steht das Carbamoylphosphat. Das stecken wir in den Harnstoffzyklus rein. Und dieses Schrittmacherenzym wird aktiviert durch eine Verbindung mit dem schönen Namen Acetylglutamat. Also da steckt der Name Acetyl-CoA drin. Das brauchen wir auch, dieses Acetyl-CoA und die Aminosäure Glutamat. Das Ergebnis dieser Reaktion, Acetyl-CoA und Glutamat, ist eine Verbindung, die den Citratzyklus aktiviert. Und das macht auch Sinn, weil der Citratzyklus soll dann laufen, wenn viel Glutamat ankommt. Das Glutamat ist ja quasi ein Substrat des Citratzyklus. Ne? Dann nehmen wir uns die Aminogruppe und machen daraus Carbamoylphosphat. Also wenn wir viel Glutamat haben, dann soll Citratzyklus ablaufen. Und dieses Acetyl-CoA ist so ein bisschen so ein Maß für die Energie. Bei viel Acetyl-CoA ist die energetische Situation in der Zelle gut und für die Harnstoffsynthese brauchen wir halt auch viel Energie. Also da wird über diese beiden Substrate N-Acetylglutamat hergestellt und das aktiviert den Citratzyklus. Wenn ihr das noch ein bisschen vertiefen wollt, habe ich euch noch ein zweites Video ins Internet gestellt. Das ist sehr sehenswert. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch, dass ihr bloß gesund bleibt.